Willkommen zurück mit dem Omar. Wir sind jetzt Fetschawarma gegessen. Es war brutal, voller Magen. Und jetzt tun wir seinen Kampf noch ein bisschen promoten. Ich stelle ihm nachher noch ein paar Fragen, allgemein zum Thai-Boxen, zu sich. Und sag am besten mal den Leuten, an welchem Datum dein nächster Kampf ist. Am 29. September. Meine Prediction, was sagst du? Welche Runde? Oder ist entscheidend? Oder ist zu gemeint? Es kann nicht 5 Runden sein. Nicht 5 Runden. Also, wie lange machst du Muay Thai? Intensiv 3 Jahre, aber es sind schon, glaube ich, 4,5 Jahre. Die ersten 1,5 Jahre habe ich noch mal richtig. Also, ich habe es schon gemacht, aber. Bist du immer so ab und zu gegangen? Ja, ab und zu. Also, wieso hast du überhaupt damit anfangen? Eigentlich habe ich Fußball gespielt die ganze Zeit. Aber ich bin ein bisschen wild. Zu wild, für Fußball. Ich bin nicht viel anders. Ich bin unterwegs, dann mit Kampfsport an. Alles ist gut, aber ich habe Kampfsport eigentlich für etwas anderes gebraucht. Ich hätte nie erwartet, dass ich jetzt kämpfe und so Sachen. Dann hat es mich gepackt, dann bin ich gekommen, bin gegangen. Nie mehr nach Seile, Thai-Boxen. Mal pro Woche dusch trainieren in der Regel? Also in der Regel normalerweise viermal in der Woche, in dem Sinne Montag, Mittwoch, Freitag und Samstagmorgen. Dienstag, Donnerstag, so ab und zu joggen. So. Kampfvorbereitung jeden Tag, also Montag bis Samstag. Okay. Und ist dann am Trainingseinheit am Tag oder sind es mehrere? Wenn ich versuche morgen zu trainieren oder zu joggen. Und am Abend ist dann normal. Ist irgendein Fighter als Vorbild, ein, wo du deinen Style, nicht unbedingt deinen Style auch, aber allgemein einen, wo du fühlst, wo du ein bisschen nachwollst gehen? Gibt es da irgendeinen? Ja, der Dani, man, ehrlich gesagt. Der Dani. Ich bin da mit ihm, ich kenne ihn auch länger. Ohne ihn in dem Sinn denke ich nicht, dass ich gerade so weit wäre. Okay. Das kann ich nicht. Er hat einen riesen Einfluss in mich gehabt, so sage ich lieber mal. Ich habe ihn gesehen im Ring, Pratzen mal machen. Ich kann ganz genau ringen, dann wirst du das wieder kommen. Du wolltest genau so. Wie viele Kämpfe hast du jetzt schon gehabt, insgesamt? 11. Ich glaube, mein 12. Jetzt kommt der 12. Hast du so wie ein Ritual, das du machst? Oder wie bereitest du dich, wenn du am Morgen aufwachst, am Fight Day, was alles machst? Eigentlich nicht. Also, erstmal nehme ich mir immer 2 Tage frei, so. Wachtag. Zum Wiegen. Nächstes Jahr ist Kampf. Nicht speziell eigentlich. Also du hast eher sogar auch extra ein bisschen leben, das genug Energie für den Fight. Nach dem Kampf. Was machst du dann? Meistens wenn du gewinnst. Fett essen. Bei Muay Thai, hast du dort irgendein Ziel, wo du schon noch irgendein Champion, wo du sein von irgendetwas oder. Champion würde ich gerne bei jedem sein, also in dem Sinne. Aber mein Wort wirklich Ziel ist etwas mit dem erreichen. Mit dem können leben. Okay. Das heisst, vielleicht auch in Richtung Trainer gehen und so? Ja, das irgendwann, wenn ich meine Erfahrung geholt habe. Das heisst, du wirst zuerst voll als Fighter durchgehen. Ja, für die Leute hier eben, ist das Personal Training vom Umar wird bei der richtig sein, oder? Wird etwas so ausgesehen. Und ich kann sagen, aus der eigenen Erfahrung, ich bin schon dran und so. Aber es ist geil, das ist ein geiles Gefühl, nachdem du es gemacht hast. Hat wie beim meisten Trainings ist ein sehr gutes Gefühl. Man weiß, man hat etwas gemacht. Was uns eigentlich so hauptsächlich verbindet, ist, wir kommen vom gleichen Land, und zwar Gambia. Irgendwann mal Deko trainieren, das wäre geil, oder? Abgemacht. Geiles Ziel. Das war es mit dem Interview. Eben, wir blenden nochmal den Banner ein, gehen vorbeischauen, holen euch Tickets. Wenn es noch hat, wahrscheinlich schon. Kritisch jetzt mittlerweile. Aber es soll noch haben. Schauen wir. Schnell am Weg, das habe ich schon jetzt. Es ist eine riesen Fight Night, was mit alles dort geht. Jiu-Jitsu, MMA, Muay Thai, K1, alles ist dort. Wo ist das nochmal? Dietika? Die Stadthalle Dietika. Wenn ihr Thai-Box anfangen möchtet, da der Gym ist der Platz. Ja, sehr gerne. Flierstrasse 12, Altstädte. Ja, Atmosphäre dort drin, 1A. Ich schwöre, das ist richtig geil gewesen. Also, das wär's mit dem Interview. Abonniert. Wie immer, liken, schreibt etwas in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ja!